Hallihallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit Anduin. Hallo, grüß euch. Das ist der Blätterkobold da hinten. Wo? Wo? Der. Wo? Der. Zirkon. Wo? Immer wenn ich mich umdrehe, sehe ich ihn. Okay. Die ist so frech. Hubschrauber. Das ist mein super Tan. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Darunter. Okay. Immer abwärts. Downhill Racing. Das ist cool. Yes. Da unten steht er. Ja, ich wir sind unterwegs zu einem Hubschrauber, Helikopter. Weil wir noch einmal den Einsatz mit dem Flieger versuchen. Ja. Vor ein oder zwei Folgen. Ich meine, hinbracht hätte man ja, aber die waren mit der Bruchlandung nicht zufrieden, was ich hingelegt habe. Irgendwie war die Landung nicht okay, ne? Ja. Naja, wie auch immer. Die Rebellen. Sehr pingelige Leute. Mhm. Wer parkt den Hubschrauber mitten im Maisfeld? Ich bin mir sicher, jetzt stehe ich gleich vor ein paar Unitat-Leute. Du bist bei den Breiten X oder was? Steht der da alleine? Wer hat den Hubschrauber da angestellt? Einsteigen, fliegen. Ja, passt. Den nehmen wir. Wir nehmen ihn denn? Ich fliege. So. Yes. Ich finde es immer noch faszinierend, dass sich die Tipper noch immer da seitlich drauf sitzen dort. Wo ich schon mehrmals meine Landungen miterlebt hat. Ich springe rechtzeitig ab. So, abwärts geht's. Also sieht man abwärts. Von außen mehr. Westwärts. Ein bisschen so. Höhe brauchen wir, glaube ich. Ja, genau. Stoppen wir mal. Hey, da ist ein Panzer unten. Kann ich den Panzer haben? Der war cool, gell? Ja. Ich bin wieder am Geschütz. Hm. Die Frage ist nur, was tun wir mit dem Panzer? Ja, irgendwas wegschießen. Ja. Jetzt machen wir mal das mit dem Flieger, aber merken, dass er da steht. Dann ja, wir haben ja irgendwelche Transporte zum Stoppen. Ja, alles. Alles haben wir zum Stoppen. Wir stoppen alles. Ganz Bolivien wird gestoppt. Stopp-Debatte gewählt. Okay, das da unten haben wir schon gemacht. Okay, du könntest eigentlich gleich mit den Rotorblättern die Bar mit, Terroristen da unten. Ich weiß nicht, ob die Rotorblätter als Waffe zählen. Warum was ist da jetzt explodiert von uns? Hast du das gesehen? Von uns? Nein, ich schaue immer in die andere Richtung. Cool. Oh, die. Jetzt geht's da oh abwärts. Mein Gott. Was? Das ist ja ziemlich eben da, was ich da ausgesucht habe. Fast. Ausgestiegen, der Hubschrauber wird sich wie immer über die Böschen verabschieden. Das habe ich jetzt in meinen Singleplayer geschafft. Der gleitet immer über die Böschen. Da, er rutscht schon wieder. Ja, da, da. Gleich schäbert. Tschüss. Ah, nein, jetzt ist er hängen geblieben. Oh, oh, oh. Achtung, dich sieht da wer, glaube ich. Mich sieht wer? Aber aufgedeckt hast du zumindest welche. Unitats. Ah ja, da drüben. Unitat. Zuerst die Unitat, oder? Nein, nein. Wir gehen da gleich mal auf Santa Blancas. Auf Großwildjagd. Großwildjagd. Mist, Sicario mit Minigun. Beim Eisenstapel. Ich wollte gerade sagen, könntest du dich bitteschön. Was denn? Man muss sie durchstrecken einmal. Ganzen Tag herumroppen, das geht aufs Kreuz. Scheiß Bandscheiben. 3, 4 hätte ich, einer fehlt. Irgendwo. Ah, da. Wir sind jetzt bei 10. Bei 10? Hat der jetzt 10 gesagt? Ja, irgendwie hört der kann nicht zählen. Der kann mein Singleplayer kann auch nicht zählen. Der kommt 5 mal hintereinander, wir sind bei 10. Bieten. Sag mal an, wen du willst. Okay, ich sehe den. Welchen der heißen Bolivianer hättest denn gerne? Ich beginne mal zu markieren. Ich nehme mal den so mit dem schweren Geschütz. Ja, wenn du drauf stehst. Den sehe ich. Ja, passt. Ah ja. Ich
Schwertliche. Der ist ein bisschen hinter den Blättern versteckt. Okay. Aber ich könnte den Zweier da mal. Ja, ich kümmere mich gleich um den Einser. Jetzt? Ja, sehr gern. 3, 2, jetzt hüpft er herum. 3, 2, 1. Erledigt. Da waren es nur noch 0. Ja. Gina! Lauf, 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 lauf. Du fliegst und ich spring raus. Bei Gegebenheit. Genau. Wie immer. Wie immer. So, Rene, brauchst du noch irgendwo irgendwas? Nagel. Weg mit dem Radio. Ja, wir brauchen Anlauf. Dazu werden wir gleich mal die Hütte da abbauen. Und gleich ist unten, gleich ist unten. Ja, 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 jetzt da. So. Aha. So. Vollgas. Ui, schon gleich hätten wir den Randpfosten genommen. So, und jetzt müssen wir dann wieder darüber. Ja. Mhm. Das ist, ah ja, ich weiß schon, das ist das beim Gebirge da oben. Ja, genau. Das ist ja auch ein schönes Anwesen da unten. Siehst du, das kenne ich auch noch nicht. Ja? Nein. Das ich habe im Einzelspieler dieses Gebiet da schon durch, wo wir jetzt unterwegs sind. Da kommen ein paar super Locations. Ja, dann lass uns Gas geben. Das nächste Gebiet dann wird so feriendomizilmäßig. Ja, cool. Da können wir ja gleich schauen, wo wir Urlaub machen. Ja, genau. Also, heute fliegst du schon wesentlich besser. Was für Game hast du das, was du das, geübt hast, das Fliegen? Ich habe Fliegen geübt. Ja, im Einzelspielermodus. Ah ja. Ich dachte, es war ein anderes Panzer- und Flugsimulator. Ach so, nein, bei Wars Andor habe ich jetzt letztens kurz den Flieger probiert, aber nicht lang. Ich bin nicht so der Fliegertyp. Ich fahre lieber mit dem Panzer. Aber habe erst begonnen, da habe ich gerade die Einstiegsvehikel. Okay. Ja, da denkst du, bin ich schon weiter. Oder ist das hinter dem? Nein, das ist da dahinter. Okay. Also ich nehme mal an, dass es wieder an der gleichen Stelle sein wird. Mhm. Würde es wundern, ehrlich gesagt, wenn es woanders ist. Ah, ich sehe die Landebahn schon. Ja. Also wenn das eine ist. Nee, das ist ja das. Das ist ja Zustand. Das ist ja echte Zumutung. Ganz bin ich mir jetzt nicht sicher, wo die wollen, dass wir landen. Okay. Ist das doch woanders? Nein, das ist schon die da oben. Schaut zumindest so aus. Ah ja, ich weiß schon. Aber da wäre es von der anderen Seite fast besser gewesen. Ah, da fliegt ein Kreis. Das ist schon ein anderer. Ich schau mir die Gegend an. Da haben wir ein nettes Gebirge auf der linken Seite für die Touristen und uns. Ja, genau. Mit einem Gebirgskloster oder Kirche oder so. Mhm. Kann man dort auch hin? Ja. Cool. Also Sightseeing ist schon geplant, die komplette Route. Aber wenigstens kriegen wir das nicht. Ich würde gerade so die Nase bitte ein bisschen rauf. Ich will nicht allzu hoch reinkommen. Sonst ist die Landebahn zu kurz. Genau. Mhm. Aber er simuliert gut. Ja? Mhm. Du bist ja der Flieger unter uns. Ja. Wirkt das schon sehr realistisch? Okay. Es wirkt schon. Okay. Ja, da kann ich wenig dazu sagen. Ich bin ja viel kann mit eher so sagen, wie sie die Motorräder verhalten und so. Ich bin ja eher mit so kleinen Propeller-Dingen geflogen.
Nein, nein, nein! Rauf! Ich hoffe, es zählt. Ja, das sollte zählen. Wart, wir müssen Regie schieben. Wir kommen nur nicht mehr weg, weil der Helikopter geschnappt ist. Nein, warte. Aber normalerweise kann man mit dir ja nicht retour fliegen. Wart. Ah, ich meine retour schieben, so. Fliegen geht sowieso nicht. Wir dürfen dann nur nicht komplett crashen, ansonsten. Angezeigt hat Sonne. Ja, nur bitte. Coolo. Und raus. Und das war's. Raus. Wir haben halt leider einen Hubschrauber vernichtet. Oder? Nein. Ja, der raucht ein bisschen. Mit dem würde ich nicht mehr fliegen. Tut leid. Was haben wir sonst noch? Aha, da. Ah, die. Der Flieger vom letzten Mal, den wir Bruch gelandet haben. Liegt auch noch da. Nein, das war noch nicht wir. Der liegt okay. Immer da. Na gut, so, jetzt bräuchte man irgendein Vehikel. Wir könnten den Hubschrauber nehmen. Nein, der geht schon. Für bis zum nächsten Einsatz geht er schon. Jetzt schauen wir mal auf der Karte, was als nächstes dran kommt. Wo wollen wir denn hin? Genau. Und zwar hätten wir... Da ist mit dem gelben Rufzeichen, glaube ich, ein Story-Einsatz, oder? Meinst du den da rechts oben oder der gleich neben uns? Gleich neben uns? Nein, der da unter Okoro Bravo. Unter Okoro Bravo. Ja, also der, ja. Da. Da sind nämlich Fertigkeitspunkte und irgendwas anderes auch noch. Und Rebelli. Jupp. Einsatz. Ja gut, dann nehmen wir den. Okay. Liga. So, auf zum Hubschrauber. Hubschrauber. Schöne Pack dieser. Na bitte, für die kurze Landebahn haben wir das bravourös gemeistert. Also, wenn ihr mal wen sucht zum Fliegen, einfach melden. Wir machen das. Das Teil war auch klassisch. Ah. Also richtig sicher fühle ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht gerade. Warum? Ich weiß nicht, der ist schlecht gewartet. Dann steht der immer irgendwo in der Pampa. Ah, das ist wirklich da, schau. Ja. Ah, wenn es da rum kam, der hätte man eigentlich laufen können. Da liegt gerade. Ah, das. Ja, das kenne ich. Komisch, da wie beim Einzelspiel haben wir das ganz einen anderen Einsatz gehabt. Da, ich weiß schon, wo ich lande. Am Dach. Genau. Na echt? Nein. Ich lande am Dach. Hallo? Sind da keine Rebellen? Kartellis? Rebellen. Ja, ist ja schon. Beruhigt euch damit. Ist ja schon gut. Ich lande nicht auf euch am Dach. Ich glaube, sie überleben es, wenn ich da rausspringe. Nein, das überlebst du nicht. Wir nehmen die Kreuzung da vorne. An Kreuzungen werden Geschäfte geschlossen. Genau. Alter Falter, das war schnell. Ja. So. Doch bevor er zu weit hat, zum Gestrüpp zurückkommen, machen wir gleich. So, da mal rauf, ein Stück, weil dann überblickt man da das Lager schön. Hier ist ein Sicario, ganz dicht beim Heli. Genau, und bauen wir dann gleich den nächsten Heli nämlich. Super. So, jetzt decken wir mal alle auf. Wie immer. Alle Karten am Tisch. Genau. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe da gar nichts, ich schaue wahrscheinlich irgendwie hin. Ja, du schaust in die falsche Richtung. Hätte ich kein Glas Wein getrunken? Warum wird man der dann aber aufdeckt? Spannend. Ich bin voll drauf mit dem Fernglas. Ja. Vielleicht ist Hallo? Er keiner. Sicher ist einer. Der, was am Balkon steht, kannst du den aufdecken? Am Balkon. Oder ist es ein Anzeigefehler?
Auf welchem dass er schon drinnen ist. Und hinter das Haus steht am Balkon einer. Ja, stimmt. Aber der wird mir auch nicht aufgedeckt. Ja, merkwürdig. Den habe ich nämlich als Einsatz im Einzelspielermodus gehabt. Alles klar. Na gut, Sehe die links. Soll ich nicht markieren, die ich sehe? Oder schleich mache ich sich an? Da sind ja noch einige. Ja, sind mehrere. Es sind im Gebäude selber, in dem Hintern sind auch noch mindestens ein oder zwei. Ich würde dann darüber schleichen, wo es in dem Wirtshaus eine von der anderen Seite feuern. Mhm. Gute Idee. Die war gute Idee. Wo steht das Mädel immer wieder auf? Weil da sind einige, glaube ich, noch zu aufzudecken. Na, ein oder zwei fehlen. So viel sind da nicht. Okay. Das ist nur mal da hinten in dem Gebäude, sind noch ein, zwei. Aber sonst haben wir, da vorne, ganz vorne ist noch einer. Der an der Straße, die Wache, zack, ist aufgedeckt. So, es fehlen nur mal die ein, zwei, was im Gebäude sind. Jo. Wenn du auf Position bist. Ich bin auf Position. Oder soll ich dann auch hochklettern, da links von mir? Ja, es kommt darauf an, ob du das gut siehst oder nicht. Nein, ich sehe eben nicht alle. Ja, alle sieht man nie auf einmal. Siehst du zum Beispiel den, der gerade auf der Straße ist, weil den könntest du gleich mal wegnehmen. Ich mache mich ran an ihn. Zudem ist vor allen anderen keine Sichtverbindung im Moment. Mhm. Ich mache mich gerade ran an ihn. Jep, der ist weg. Sehr schön. Gut. So, ich bin an der Straße. Und habe eine gute Sicht, wenn da kein Rebelli, eine Kartelle vorbeikommt. Ja, ich sehe hinter das Haus. Den an der Zapfsäule sehe ich jetzt nicht, und dem also seitlich vom Haus, den sehe ich auch gerade nicht. Oder ist okay, er drinnen, das weiß ich. Ich sehe den gerade an der Zapfsäule. Der Einser verschwindet jetzt für mich und ich sehe ihn zwei. Den sehe ich auch. Dann nimm du ihn Einser, ich nehme ihn Zweier. Okay, so. 3, 2, 1. Ah fuck, und den haben wir jetzt alarmiert. So, weg ist er. So, jetzt hat es den auch aufgedeckt, der da immer am Balkon herumhampelt. Ich lade nach. Mhm. So, jetzt müsstest du mir da herüben helfen bei den beiden. Okay, ich sehe gerade den. Oh, der Eins verschwindet wieder. Der ist eben die. Ja, die werken da immer an dem Auto herum. Das sind so richtige Erdmännchen. Manchmal kommt der Kopf hoch. Ja, die sind jetzt hinterm Haus, die sehe ich gar nicht. Okay. Ah, den am Balkon hast du weggepfeffert. Yep. Einer ist im Haus. Mhm. Ich würde einfach auf die Pistole gehen und hin. Die kommen nicht vor, die Säcke. Können wir machen, ja. Achtung, einer kommt jetzt, glaube ich, wieder. Na gut, dann gehen wir. Ah, der kommt, glaube ich, vor. Mhm. Der Einser. Den würde ich einfach, wenn er sich zeigt, oder? Mhm. Ich könnte aber die Tankstelle hochladen. Nein, nein. Schade, okay. Hab ich einen Einser?
Richtung der Zweier kommt, glaube ich, raus. Nein. Die übernehmen ihn durchs Fenster. Weg ist er. Ja. Hart da oben. So. Wir haben sie aufgescheucht. Ah, oh, shit. Ich würde so gern durch Häuser schießen können. Ja. Sehr schön. So, einer ist noch. Es muss dann noch einer sein. Ja, aber einfach laufen, ne? Das war's. Ah, der ist schon gelaufen. Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. So, der. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Waffenkiste? Das wollte ich schon immer. Mhm. Das ist, glaube ich, das größere Magazin. Mit? Für die Pistole. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. In der Nähe.